wollte es nicht schauen, wie man das neue Z3-Kit funktioniert. Wenn wir das alles zusammenbauen mit dem Wurfsack, dann können wir Boote bergen. Geil. Haben wir gesehen, was passieren kann, wenn ein Boot am Stein klemmt. Jetzt zeige ich euch, wie man es genau lösen kann. Ihr braucht einen Wurfsack und ein Wrap-Kit. Wir brauchen einen Anker am Land. Knoten bleibt am Baum. Verankerung am Boot. So habe ich ein selbst ausgleichendes Verankerungssystem. Jetzt nehme ich den Wurfsack und montiere schnell eine Prusik-Schlinge drauf. Und dieses Ende kommt in die Bandschlinge rein. Der andere Ende von Seil geht zum Boot. Dann hänge ich den Wurfsack in die Verankerung und schraube an der Karabiner zu. Jetzt kommt die Seilrolle oben Karabiner wieder zuschrauben und das ganze Seil durchziehen. Schau mal, der Prusik bremst und das Seil ist jetzt fix zwischen Verankerung und Last und ich habe immer noch beide Hände frei zum Arbeiten. Nächster Schritt kommt dann wieder wieder Prusik-Schlinge am Hauptseil. Eins, zwei, und drei. Ich gehe so weit nach vorne, wie es geht, so bis am Flussufer. Mit dem. Den hängen wir den Seil wieder ein in die Seilrolle. Karabiner in die Seilrolle. Karabiner in die Prusik. Karabiner über das Seil. Und so habe ich meine fertig gebaute 3:1 Flaschenzugsystem. Vor wir anfangen zum Ziehen, machen wir einen kleinen Check. Sind alle Knoten gut? Ja. Karabiner zugeschraubt? Check. Habe ich einen guten Knoten unten im Wurfsack? Check. Habe ich den Karabiner über der Hauptseil geklippt? Check. Karabiner zugeschraubt. Knoten korrekt. Ready to go. Dieses System umwandelt einmal Kraft hier, bin ich, bis um dreimal Kraft in dem Boot. Ich kann dreimal zu viel ziehen. Ich muss allerdings dreimal den Weg machen. So dass wenn ich dem Boot 1 Meter ziehen will, muss ich hier 3 Meter ziehen. Wenn ich das Seil loslasse, bremst das obere Prusik das System. Kann ich das vorne schieben, zum Reset machen und von vorne wieder starten. Den Z3-Kit können wir uns im Shop kaufen. Schauen wir, was da drin ist. Eine lange Bandschlinge, etwa 7 oder 8 Meter, eine kürzere, etwa 5 Meter, 3 Karabiner, 2 Prusik-Schlinge und 2 Seilrolle.
Und mit diesen Sachen können wir dann ein Mechanical Advantage System aufbauen, unsere Boot zu retten. Falls du diese Flaschensystem lernen willst und viele andere interessante Sachen zum Thema Wasserrettung, komm an einer von unseren Rescue 3 Wasserrettungskurse. So kannst du am besten du und deine Freunde schützen auf dem Wasser, falls irgendwas passiert. See you on the river.